Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Shiny Talk. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem neuen Video und zu dem Thema, was habe ich alles mit zu meinen staatlichen Examensprüfungen genommen, also was genau war in meiner Examenstasche. Aber wie immer schnacken wir nicht lange, ich würde sagen, wir legen direkt los. Starten wir mit dem Video und ich würde sagen, ganz, ganz wichtig zuerst, ihr kriegt auf jeden Fall, nachdem ihr euch erfolgreich zu euren Pflichtprüfungen für die schriftlichen Prüfungen angemeldet habt, ein Hinweismerkblatt. So war das zumindest bei mir und auf diesem Merkblatt standen wirklich schon mal die wesentlichen und wichtigsten Sachen drauf, die ihr auf gar keinen Fall vergessen dürft, mit zu den schriftlichen Prüfungen zu nehmen. Das Blatt habe ich leider nicht mehr. Ich habe ja meine schriftlichen Prüfungen im Januar 2022 gehabt. Daher ist das Ganze schon ein bisschen bei mir her und das Blatt konnte ich leider nicht mehr auffindig machen. Auf jeden Fall ist das so ein kleines Merkblatt, wo schon mal steht, was die zugelassenen Hilfsmittel sind und welche wesentlichen Sachen ihr auf gar keinen Fall vergessen dürft. Ich weiß aber noch genau, was da drauf stand und folgendes stand drauf. Ihr dürft auf jeden Fall euren Ausweis nicht vergessen. Bei mir stand ganz klar drauf, ich soll meinen Personalausweis mitnehmen. Das hat ganz einfach den Grund, dass ihr, wenn ihr die Klausuren ausgeteilt kriegt, euch tatsächlich mit dem Ausweis ausweisen müsst. Das heißt, euer vollständiger Name wird aufgerufen, ihr verlasst euren Platz, ihr geht nach vorne und kriegt dort unter Vorlage eures Ausweises, kriegt ihr dann eure schriftlichen Prüfungen jeweils Tag für Tag hintereinander dann ausgeteilt. Und ohne Ausweis könnt ihr auf jeden Fall die schriftlichen Prüfungen nicht mitschreiben. Das heißt, ganz, ganz wichtig, vorher nochmal kontrollieren, ob euer Ausweis tatsächlich noch an dem bekannten Platz eures Portemonnaies drin ist. Also Ausweis schon mal Check Nummer 1, wenn ihr den parat habt. Und dann war eigentlich auch schon fast das Wesentlichste mit dem Ausweis erledigt. Natürlich dürft ihr eure Gesetzbücher nicht vergessen. Ohne Gesetze, ja, sind wir, denke ich mal, alle completely lost in den Examensarbeiten. Das heißt, kontrolliert wirklich Stück für Stück, dass ihr zu jeder Klausur alle Gesetzbücher mitnimmt. Ich habe einfach wirklich zu jeder alles mitgenommen, weil man weiß ja nie, nicht, dass dann am Ende des Tages heißt, ja, es wurde ja gesagt, sie sollten alle Gesetzbücher mitnehmen. Das heißt, man hat die kleinen Bänder mitgenommen. Also da weiß ich noch, dass ich auf jeden Fall das Arbeitsgesetze, Backtexte noch dabei hatte, weil dort ja nochmal mehrere Arbeitsgesetze abgedruckt sind. Ich hatte jetzt hier für mein Bundesland den Götz Stark, das Landesrecht Niedersachsen dabei. Das brauchte ich auch auf jeden Fall für die öffentliche Klausur, die ich geschrieben habe oder für die zwei öffentlichen Klausuren im öffentlichen Recht. Und ihr wisst es selber, die wichtigsten Gesetze dürfen wir natürlich nicht vergessen. Das ist einmal der Sartorius und einmal der Habersack. Also mit den beiden müsst ihr auf jeden Fall nonstop arbeiten innerhalb der 5 Stunden eurer Klausuren die ganze Zeit. Das heißt, ja, wenn ihr die vergessen habt, seid ihr einfach selber schuld. Also denkt dran. Ich habe mir, wie ihr wisst, diese Griffregister geholt. Die sind ein absolutes Must-Have fürs Examen. Ich kann euch das nur empfehlen. Macht euch, wenn dann selber welche oder bestellt euch die bei Amazon, weil so könnt ihr die Gesetze einfach viel, viel schneller auffinden. Und das ist ein Game-Changer fürs Examen. Dann stand auf meinem Hinweismerkblatt auch noch, dass ich das Ergänzungsband brauche für den Habersack. Hier ist der gute. Das heißt, man muss sich tatsächlich, zumindest musste ich das für das Examen nochmal extra diesen ganzen Schinken kaufen. Und ihr könnt dreimal raten, habe ich reinschauen müssen in meinen Klausuren? Nein, natürlich nicht. Ärgerlich, ja, ich habe den jetzt hier zu Hause. Ich habe nicht einmal in meinem Leben bis jetzt reingeschaut. Aber wer weiß, vielleicht habt ihr das Glück oder Pech, je nachdem, wie ihr es auslegen möchtet und müsst in euren Examensklausuren in diesen Ergänzungsband reinschauen. Ja, dabei haben ist besser als brauchen. So war auch mein Motto. Das heißt, der lag mit auf meinem Tisch. Und das sind schon mal die wesentlichen Sachen, die auf jeden Fall auf meinem Hinweismerkblatt standen. Kommen wir nun zu den Sachen, die ich aus eigenem Interesse mitgenommen habe, weil man sie einfach braucht. Und ja, so doof wie es klingt, ihr braucht natürlich einen vernünftigen Kugelschreiber, mit dem ihr schreiben könnt. Ich habe tatsächlich 2 mitgenommen, 2 oder 3 Kugelschreiber hatte ich dabei. Falls der eine, warum auch immer, man kann es ja wirklich nicht gebrauchen und meistens in solchen Momenten passiert, dass irgendwie kaputt geht oder sonst was mit dem passiert. Das heißt, ich habe jeweils immer zu jeder Klausur den Kugelschreiber auch mit einer neuen Patrone aufgefüllt. Ich habe mir vorher echt zig Patronen gekauft, hatte auch immer Ersatzpatronen dabei. Das heißt,
Ein bis drei Kugelschreiber mit jeweils frischen Patronen sind einfach auch ein Must-Have für jede Klausur, weil ihr verschwendet einfach unnötig Zeit, wenn auf einmal eure Patrone leer geht, ihr die wechseln müsst, weil ihr keinen anderen Kugelschreiber dabei habt oder weil ihr nicht von vornherein eine neue Patrone einfach reingemacht habt. Das heißt, kauft euch vorher genügend Patronen, dann habt ihr das Problem nicht. So einfach ist es. Ja, ich denke mal, welcher Kugelschreiber jetzt der beste ist, um eine 5-stündige Klausur zu schreiben, da kann man auch ganze Wissenschaften draus machen. Mein Tipp an euch, testet euch einfach selber durch. Ich habe hier einen ganz normalen von Faber-Castell, die sind hier vorne so geriffelt. Ich bin mit dem gut klargekommen, aber da ist jeder, glaube ich, ganz eigen eingestellt. Deswegen testet das einfach mal, geht mal in so einen Shop und guckt mal von dem Gefühl her, welche Kugelschreiber euch liegen und auch da nutzt einfach den Kugelschreiber, mit dem ihr sonst auch schreibt. Es macht keinen Sinn, euch einen fancy Kugelschreiber zu holen für die Examen, mit denen ihr vorher noch nie geschrieben habt. Da sollte man meiner Meinung nach ganz klar auf gewohnten Schreibstoff zurückgreifen. Natürlich brauchen wir auch Textmarker. Und ich hatte wirklich im Examen Leute, die hatten ganze Paletten von Textmarkern dabei. Wenn ihr das machen wollt, go for it. Es ist meiner Meinung nach einfach überflüssig, weil ihr wisst, wir schreiben keine Kunstarbeit oder sonst was. Mir haben ganz normal schlicht 3 Textmarker gereicht. Die habe ich mir vorher frisch einmal gekauft. Das heißt, ich wusste, sie trocknen nicht aus und sonst was. Mehr als maximal 3 Farben habe ich noch nie in meinem Leben in irgendeiner Klausur gebraucht. Wenn ihr da irgendwie ganz bunte Sachen macht, macht das, dann braucht ihr mehr als 3. Aber ihr müsst euch vorher nicht zig Buntstifte und Paletten und sonst was kaufen. Ich habe manchmal nach links und rechts geschaut vor den Klausuren und habe gesehen, dass wirklich manche mit ganzen Bergen von Buntstiften, Textmarkern, Kugelschreibern und Feinlinern ausgestattet waren. Wenn ihr euch dann besser fühlt, wenn ihr das alles parat habt, okay, aber ihr braucht es einfach nicht. Auch da bleibt bei den Basics einfach. 3 Textmarker, markiert euch das Wichtigste und dann einfach die Sachen durchkriegen und runterschreiben. Also auch hier, macht bitte keine Wissenschaft draus. Jetzt kommen wir zu einer Sache, die ich tatsächlich bei meiner ersten Klausur nicht dabei habe. Ich würde nicht sagen, ich habe sie vergessen, aber ich wusste einfach gar nicht, dass ich sie gebrauchen könnte. Und zwar kriegt ihr ja leere Blätter von den Prüfern selber ausgeteilt. Ihr braucht also euer eigenes Papier gar nicht mitbringen. Ist ja auch irgendwie klar, man könnte sich da ja irgendwas drauf vermerken oder spicken. Aber ja, ihr müsst das Ganze ja auch so ein bisschen einteilen. Ihr müsst ja einen Korrekturrand für euren Prüfer lassen. Und auf einmal haben neben mir die Leute so große Lineale rausgeholt und haben angefangen, richtig ordentlich einen Strich zu machen. Was natürlich besser aussieht, als wenn ihr das Ganze knickt und so den Korrekturrand für euren Prüfer hinterlasst. Ja, das musste ich leider in meiner Klausur machen. Es sieht natürlich beschissen aus. Sorry, Leute, aber wie blöd sieht es aus, wenn ihr eine geknickte Klausur abgibt? Ja, das war dann meine erste Klausur und natürlich nicht so schön. Deswegen war ich dann auch am zweiten Tag mit so einem langen 30 cm Lineal ausgestattet. Es sieht einfach ordentlicher aus. Und ihr wisst, wie immer, das Auge, sagt man ja, ist mit, aber korrigiert in dem Fall auch mit. Das heißt, wenn ihr den Korrekturrand mit einem ordentlichen Lineal auf jeder Seite im Vorfeld, bevor die Bearbeitungszeit selbstverständlich anfängt, einmal markiert, ja, der Prüfer wird euch schon mal lieben dafür, dass ihr eine ordentliche Klausur abgibt. Deswegen mein Tipp an euch, nehmt so ein 30 cm Lineal mit, macht euch die Linien für den Korrekturrand im Vorfeld, nummeriert eure Blätter durch und dann seid ihr schon mal perfekt vorbereitet. Dann scheitert zumindest das äußere Bild eurer Klausur nicht. Natürlich ganz klar der Klassiker, auch ein wenig Verpflegung und insbesondere Trinken darf nicht fehlen. Wir alle wollen fit im Kopf bleiben über die 5 Stunden Examsklausuren. Ja, ich bin hier auch ganz schlicht bei den Basics geblieben. Ich bin Fan von Traubenzucker. Den habe ich mir natürlich Dextro Energy im Vorfeld vor jeder Klausur einen halben reingezogen und in der Mitte der Klausur nochmal einen halben. Das ist vielleicht so ein bisschen Aberglaube, aber ich hatte dann immer das Gefühl, die Konzentration ist einfach auf dem Höhepunkt. Deswegen Dextro Energy durfte bei mir nicht fehlen. Ich hatte noch einen Powerriegel dabei und ja, was zu trinken auf jeden Fall. Da könnt ihr natürlich überlegen, seid ihr Fan von Red Bull, um noch mehr Energy zu kriegen oder macht euch das ganz, ganz hibbelig. Eine große Flasche Wasser ist natürlich ein Must-Have. Auch hier habe ich natürlich wieder ganz, ganz viele gesehen, die sich ein ganzes Lunchpaket mitgebracht haben. Wenn ihr die Zeit habt und was zu essen braucht, macht das natürlich. Ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, ich hatte auch an jedem Tag irgendwie einen geschmierten Bagel dabei und habe ich einmal abgebissen. Nein. Also
im Endeffekt, man ist so vertieft in den Klausuren. Ich habe auch einfach gar nicht die Zeit gehabt, um jetzt zu sagen, oh, ich lege jetzt hier eine Viertelstunde Frühstückspause ein. Wenn ihr die Zeit in euren Klausuren habt, Chapeau, dann seid ihr irgendwie, wenn dann, richtig gut im Timing oder ihr habt es einfach extrem gut drauf. Aber die Zeit hatte ich einfach nicht. Deswegen war es für mich überflüssig, große Lunchboxen mitzunehmen. Und aus meiner persönlichen Empfehlung kann ich davon euch einfach nur abraten. Nehmt euch irgendeine Kleinigkeit zum Snacken mit. Ein Powerriegel, da kann man mal zwischendurch schnell nebenbei mit abbeißen. Aber riesige Brotdosen, das ist, was ich auch gesehen habe. Wenn ihr es mögt, go for it. Aber meiner Meinung nach einfach unnötig. Ihr habt die Zeit nicht, eine ganze Lunchpause einzulegen. Ihr Lieben, ihr seht, das Ganze ist keine Wissenschaft. Haltet euch an die Basics, merkt euch oder die wichtigsten Sachen, die auf dem Hinweisblatt eures Prüfungsamts wirklich draufstehen, die dürft ihr auf gar keinen Fall vergessen. Denkt an die Gesetzbücher, an euren Perso, nehmt gutes Schreibzeug mit, Lineal, wie gesagt, was ich euch empfohlen habe und ja, was ihr sonst an Glücksbringern von Familie oder Freunden noch mitnimmt, bleibt natürlich auch euch komplett überlassen. Und zu guter Letzt kann ich euch nur sagen, damit ich diese ganzen Mist an Gesetzbüchern nicht schleppen muss, habe ich hier so einen kleinen Mini-Koffer, Reisekoffer mitgenommen. Das ist diese kleine Ausführung von Koffer, damit ich das nicht alles tragen muss. Habe aber auch einige gesehen, die das einfach so in Beuteln oder so mitgetragen haben. Ich dachte mir einfach nur, wenn ich da morgens ankomme, will ich nicht noch wie so ein Schleppesel komplett fertig sein. So konnte ich diesen Trolley nebenbei herschieben, habe das Ganze ordentlich in meinen Trolley gepackt, hatte noch eine Tasche dabei und damit bin ich super, super gut gefahren. Macht euch nicht verrückt, dass ihr irgendwie zig Sachen noch vorher kaufen und besorgen müsst, insbesondere an zig Schreibmaterialien und Buntstiften. Fokussiert euch wirklich einfach auf die Basics und dann würde ich sagen, habt ihr eine perfekt gepackte Examenstasche und dann sollte zumindest an den mitgenommenen Utensilien, sollte es dann nicht scheitern. Solltet ihr kurz vor eurem Examen stehen oder das Examen noch vor euch haben, drücke ich euch ganz, ganz fest die Daumen. Ihr packt das, bleibt mutig, glaubt an euch und auch andere Leute haben es geschafft. Ihr seid nicht alleine. Wie sagt man so schön, die anderen kochen auch nur mit Wasser oder irgendwie so geht dieser Spruch. Und ich hoffe wie immer, dass das Video euch gefallen hat. Checkt auch gerne nochmal mein letztes Video hier ab und ich freue mich natürlich, wenn ihr meinem Kanal ein Abo dalasst. Mein Kanal wird immer größer. Vielen, vielen lieben Dank für die dazugekommenen neuen Abonnenten und ich freue mich auf die nächsten Videos mit euch. Bis zum nächsten Mal bei Shani Talk.